Schlappohr ist ein Pokémon mit dem Typ Normal, existiert seit der vierten Spielgeneration und ist die letzte Entwicklungsstufe von Hasbro. Und seit Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir ist es in der Lage, eine Mega-Entwicklung zum Mega-Schlappohr zu vollführen und erhält zusätzlich den Typen Kampf. Schlappohr ist ein zweibeiniges, schlankes und hasenartiges Pokémon. Sein menschenähnlicher Körper ist hierbei hauptsächlich braun, die untere Hälfte der Beine, der Ohren sowie die langen nach oben stehenden Augenbrauen und das buschige Fell an den Händen sind beigefarben. Besonders auffällig sind Schlappohrs lange geknickte Ohren, welche nach unten hängen und bis zu den Knien reichen. Das Gesicht setzt sich aus zwei dunklen Augen mit rosafarbenen Iriden und den braunen darüber sowie einer kleinen Schnauze zusammen. Auf der Hinterseite befindet sich ein kleines braunes Schwanzbüschel und in seiner shiny Form sind die beiden Sterne des Fells bei beiden Formen rosa gefärbt. Zudem scheint das restliche Fell in einem helleren Braunton. Führt Schlappohr eine Mega-Entwicklung zum Mega-Schlappohr durch, entledigt es sich Teilen seines flauschigen Fells, wie etwa an den Ohren. Diese sind nun ganz braun und werden von beigefarbenen Fellbüscheln in drei Teile aufgeteilt, als hätte man sie zu einem Zopf gebunden. Die zwei langen Augenbrauen des normalen Schlappohrs sind zu einer verschmolzen, die nun die Form eines Schmetterlings annimmt, und nun sind an den Unterarmen, einem Teil der Oberarme und den Knöcheln beigefarbene Haarbüschel zu erkennen. Dabei benutzt es vor allem physische Attacken, wie beispielsweise Knuddler, Risiko-Tackle oder auch Nahkampf. Eine mögliche Fähigkeit, die es haben kann, ist der Schambolzen und wirkt bei Kontakt betörend auf das gegnerische Pokémon. Eine andere mögliche Fähigkeit ist der Tollpatsch. Dadurch kann das Pokémon keine Items verwenden. Die versteckte Fähigkeit ist die Flexibilität und verhindert den Status der Paralyse. Und die Mega-Entwicklung hat noch als Fähigkeit die Rauflust und dadurch ermöglicht es, mit Attacken Geistgegner zu treffen. Schlappohr ist in der freien Wildbahn auf Wiesen oder in Wäldern zu Hause. Es gilt als sehr vorsichtig und behält seine Umgebung hoch aufmerksam im Auge. Es versucht sich aus jeglichen Kämpfen rauszuhalten, sodass es schnell weghüpft, wenn sich Gefahr anbahnt. Kommt es dennoch zum Angriff, wickelt es sich in seine großen Ohren wie in ein Schutzschild ein. Diese ziemlich empfindlichen Ohren sind sehr wichtig für Schlappohr, weswegen es stets versucht, sie schön aussehen zu lassen, indem es sie kämmt. Sollte jemand versuchen, sich an ihnen zu vergreifen und sich rau anzufassen, erweckt man Schlappohrs Zorn, worauf es mit seinen grazilen Beinen heftige Tritte austeilt. Etwa alle 6 Monate wechselt es sein Fell. Besonders sein dickes Winterfell ist aufgrund seiner Flauschigkeit sehr beliebt und wertvoll und vergleichbar mit dem Fell von Alolas Nobilicat. Beispielsweise werden daraus für Menschen warme Mützen oder Schals für den Winter gestrickt. Durch die Mega-Entwicklung lässt Schlappohr jegliche Vorsicht fallen und sein angriffslustiger Kampfgeist wird erweckt. Um sich in Kämpfen flinker bewegen zu können, hat es einiges an Fell abgeworfen, da dieses es im Kampf nur stören würde. Es verwendet seine Ohren nun nicht mehr primär zum Schutz oder als Vorzeigeobjekt, sondern zum aktiven Kampf, indem es sie zum Peitschen umfunktioniert und damit kräftige Hiebe verteilt und zusätzlich zu seinen Fäusten angreift. Dabei ist Schlappohr der zweite Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe und entwickelt sich als Hasbro und hat zudem eine Mega-Entwicklung. Durch die Entwicklung wird das Pokémon deutlich größer und schwerer und allgemein nimmt der Körper humanoide Züge an, besonders die Ohren gewinnen deutlich an Länge. Das hasenartige Erscheinungsbild und die braune Fellfarbe mit anderen beigefarbenen Körperbereichen bleiben insgesamt erhalten. Bei der Mega-Entwicklung zu Mega-Schlappohr nimmt das vorher zierliche Pokémon starke Züge eines Kämpfers an. So sind seine Ohren nun wie Zöpfe zusammengebunden und die schwarz gefärbten Beine sowie die Fellbüschel an den Füßen erinnern an Sportkleidung und zudem nimmt es eine kampfbereitere Stellung ein. In den Spielen wird die Entwicklung von Hasbro zu Schlappohr durch genügend Freundschaft zusammen Tränen ausgelöst und die Mega-Entwicklung im Kampf durch ein Schlappohr-Need. In der normalen Form ist es immun gegen Geistattacken und nimmt doppelten Schaden gegen Kampfattacken und in seiner Megaform ist es weiterhin immun gegen Geistattacken, nimmt halben Schaden gegen Gesteins-, Käfer- und Unlichtattacken und doppelten Schaden gegen Kampf-, Flug-, Psycho- und Fee-Attacken, der Rest macht normalen Schaden.